Willkommen Ark Survivors bei einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute gemeinsam die Parallelwelt von Fjordur, nämlich Jötunheim, an. Laut der nordischen Mythologie ist Jötunheim ein eisig kaltes Land und die Heimat der Frostriesen. Und glaub mir, es ist kalt hier in Ark Jötunheim. Nekatus hat uns im letzten großen Inhaltsupdate die Möglichkeit gegeben, unser Überleben hier zu beweisen. Und wir werden uns doch einfach mal kurz anschauen, was er denn für uns gebastelt hat in einem Rundflug. Anschließend werden wir noch schauen, wie ihr dann überhaupt hier hinreisen könnt. Dazu braucht ihr nämlich Runensteine und wo ihr die aufsammeln könnt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch erst einmal die eisige Umgebung hier an. Ich habe schon gesehen, dass es hier das ein oder andere X-Tier gibt. Nämlich die X-Rhinus, die X-Agentabisse. Gerüchte zufolge soll es hier auch die Eiswevern geben. Vielleicht finden wir sie sogar. Ich habe da eine Vermutung, wo sie sein könnten. Da begeben wir uns doch jetzt einfach mal hin. Und ihr seht, es ist ein eisiges Land mit der typischen Flora und Fauna. Heilschweinchen, Mammuts, Wölfe, Rhinos, Kängurus, Agentabisse, so ziemlich alles, was ihr auch auf Genesis im Eisbiom findet. Und da vorne dürften wir wahrscheinlich das Glück haben. Hier Vultures. Guck an, sogar die Eisvulture und die Eisableura. Naja, okay. So, und hier dürften wir das Glück haben und genau die Eiswevern finden. Eine doch relativ große Schlucht. Mit, gibt es hier auch Nester? Ja, da unten könnte es welche geben. Also, wenn ihr Eiswevern auf Fjordur sucht, dann müsst ihr wohl euch dicke Pelzmäntel craften und nach Jötunheim gehen. Es gibt hier auch einen Boss zum Beschwören, für den braucht ihr auch nochmal Runensteine. Um dahin zu kommen, müsst ihr aber erstmal einen nicht ganz ungefährlichen Dungeon bewältigen. Schöne Eise mit den üblichen Fischlöchern. Wer weiß, vielleicht fügt er sogar noch Missionen hinzu. Ich glaube es aber eher nicht. Ich habe nichts davon gelesen. Wo der Bosskampf selber stattfindet, habe ich noch nicht rausgefunden. Oh, da hat es wohl eine Eiswimmer zerlegt. Tricinus, Mikroraptoren. Jutis, ihr seht das Übliche, was man hier so erwartet. Okay, ich glaube, hier findet der Bosskampf statt, wenn wir es gerade so sehen, ne? Das ist ziemlich eindeutig. Und hier hinten, das war glaube ich hier, wäre der Eingang zum Dungeon, den wir jetzt aber nicht besuchen. Die Freude überlasse ich euch doch selber, das zu erkunden. Das müsste hier oben glaube ich gewesen sein. Da genau, da ist der Eingang. Ihr seht schon, allzu groß ist der nicht. Einen kurzen Sprung gehen wir rein. Die erste Ecke werden wir mal. Da seht ihr schon Wölfe. Naja, so ganz ohne wird es hier drin wahrscheinlich nicht sein. Und mit allzu großen Tieren werden die hier auch nicht reinkommen. Ich schätze mal vielleicht noch ein Rex, aber wer weiß, wie lange der Gang so groß bleibt. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Dann schauen wir uns an, wie ihr an die Runensteine kommt. Und wie ihr denn überhaupt diese Parallelwelt hier betreten könnt. So, und da sind wir wieder. Wie ihr seht, nicht mehr im Spectator, aber immer noch in Jötunheim. Ihr könnt hier so gut wie überall bauen. Also, wenn es in den üblichen Schneegebieten zu warm ist, der kann sich ja überlegen, hier eine Base aufzubauen. Dann schauen wir uns doch mal die Sache mit den Runensteinen an. Die Rückreise ist kostenlos,
Also ihr müsst auch keine Runensteine mitnehmen, um wieder zurückzureisen. Und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Wie ihr seht, befinden wir uns schon auf der Hauptwelt. Ich sage jetzt einfach mal Hauptwelt von Fjordur. Ich habe mir einen Tropiognathus geschnappt und schon mal nach Airdrops Ausschau gehalten. Da vorne habe ich schon einen roten gesehen. Jetzt hoffen wir doch einfach mal, dass der uns auch mit Runensteinen belohnt. Also, die Runensteine bekommt ihr aus den Airdrops. Leider nicht immer, aber wenn ihr Glück habt, könnt hier drin welche auf euch warten. Ich werde jetzt noch die restlichen paar zusammensammeln und dann sehen wir uns gleich wieder am blauen Obelisken. Und damit befinden wir uns wieder am blauen Obelisken, von wo aus dann die Reise Richtung Jötunheim starten kann. Wie ihr seht, wenn ich es treffe, so. Wie ihr seht, ich habe ein paar Runensteine zusammengefarmt. Gebräucht hätte ich weitaus weniger. Und dann starten wir doch jetzt einfach die Reise. Es ist wie ein ganz normaler Post-Teleport. Und wie es drüben aussieht, habt ihr schon gesehen. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Und damit tüdelü. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch eine Runde Survival Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.